So. Jo Leute, was geht? Mein Name ist HCK und ich darf euch herzlich begrüßen zu einem weiteren Video von mir. Ja Leute, ich habe euch ja gesagt gehabt, ich werde auf diesem Kanal viel, viel aktiver werden. Wie ihr seht, Leute, ich bin weiterhin aktiv, obwohl ich echt übel zum Zeitdruck bin. Bin eben noch von der Arbeit gekommen, schnell geduscht, alles fertig gemacht, weil ich ein Paket bekommen habe. Zu dem kommen wir gleich. Ich habe hier auf Instagram so eine kleine Umfrage gemacht gehabt, so ob ihr Bock auf ein Pack-Opening oder sowas habt. Und da haben echt sehr, sehr viele Leute auf, also wir haben Lust auf ein Pack-Opening gestimmt. Deswegen habe ich mir gedacht gehabt, ey, weißt du was, du hast ja eh vor kurzem echt sehr fresh und nice Schuhe bestellt gehabt, die ihr jetzt im Thumbnail sogar so sehen werdet. Ja, ich habe mir so gedacht gehabt, für diesen Schuh lohnt es sich auf jeden Fall so einen kleinen Mini XS-Pack-Opening zu machen, weil es halt wirklich nur ein Paket ist, aber das Paket hat eine gute Größe auf jeden Fall. Ich habe selber noch gar nicht reingeschaut, das werdet ihr gleich auf jeden Fall noch sehen. Und was ich noch sagen wollte, wundert euch nicht wegen der Videobearbeitung oder so. Hallo? So, wo müssen die Schärfe einstellen? Ich bearbeite meine Videos nicht mehr so wie vorher. Das heißt, ich mache einfach einen One-Cut, mach keine Untermusik rein, Untertitelmusik rein oder beziehungsweise Hintergrundmusik rein oder irgendwelche Effekte rein. Ich halte meine Videos jetzt viel, viel natürlicher, sag ich mal. Irgendwie gefällt mir das mehr. Natürlich müsst ihr auch damit rechnen, dass ich vielleicht mal zu schnell rede oder mich verspreche. Ich bin ja auch nur ein Mensch. Aber ja, ich finde es auf jeden Fall viel, viel, wie soll ich sagen, es baut auf jeden Fall eine ganz andere Bindung zu seinen Zuschauern ein, als wenn man bei jedem zweiten Satz irgendwie einen Schnitt macht oder so. Da hat mir echt keine Lust mehr zuzugucken. Aber das ist eine andere Sache, Leute. Auf jeden Fall kommen wir zu dem Paket. Das Video geht schon 1,40 und ich laber den ganzen Tag nur Scheiße. So, kommen wir zu dem Paket, Leute. Checkt auf jeden Fall, genau, ich habe es ganz vergessen gehabt. Checkt auf jeden Fall unbedingt mal Instagram ab, Leute. Ich habe gerade mit Instagram geredet gehabt. Ich bin dort heftig aktiv. Wie ich Daily Uploads und viel in den Story. So Leute, hier ist das Paket. Boah, guck mal, ist schon mächtig, wenn man so auf die Schulter nimmt. So, man denkt, es ist nur ein Schuh drin. Ne? Es ist auf jeden Fall ein Designerschuh und wie man sehen kann, hier an den Klebern, weiß man auch schon direkt von wem das ist. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Jo. So, mein Namen habe ich halt abgeklebt. So, jetzt machen wir das Paket mal auf, Leute. Das kann wirklich ein bisschen dauern. Und ich werde euch natürlich auch einige Dinge über diesen Schuh sagen. Messer ist immer am Start, Leute. Ist ganz wichtig. Ich werde euch natürlich noch einige Dinge gleich über diesen Schuh sagen. Ein paar Details. So, wenn man das Ding öffnet, kommt einem direkt die Rechnung entgegen. Ist meine Adresse drauf. Der Preis. Der Preis ist relativ unwichtig. Der eine oder andere Hase, der sich ein bisschen mit Sneakern und Designer-Sneakern auskennt, der weiß halt, was man für so einen Schuh auch bezahlt. Und ja. So, dann öffnen wir den schönen Hasen. Leute. Liebe von Leandro Lopez, deren Verpackung. Das habe ich schon gesagt, Leute. Ein wunderschöner Schuhkarton kommt einem entgegen, Leute. Den man natürlich jetzt aufmachen wird. Oh. Ich hoffe, es passiert nichts. So. Da ist er. Da ist das Prachtstück, Leute. Auf jeden Fall übelst nice Bearbeitung vom Karton, muss ich auch sagen, Leute. Das fühlt sich auf jeden Fall sehr, sehr hochwertig an. Also wenn man das so vergleicht einfach mit so einem ganz einfachen, ich weiß nicht, ob man das sieht. Ich nehme einfach so einen einfachen Adidas Karton. Natürlich von der Größe und so kommt das nicht hinterher, aber da merkt man einfach nur, es ist billig Pappe oder keine Ahnung. Und hier fühlt sich das auf jeden Fall viel hochwertiger an, Leute. Riecht irgendwie auch von angenehm. Okay, genug vom Karton gesprochen, jetzt kommen wir zum Schuh, Leute. Wenn man das Ding hier öffnet, boah, ich öffne es gerade selber zum ersten Mal, Leute. Wow, mächtig. Okay, riecht ein bisschen komisch, aber mächtig, Leute, sehr mächtig. So, jetzt kommt mein so ein kleines Papierstück entgegen, so ein Heft. Ja, das steht halt wegen der Garantie was drin oder wegen dem Pflege. Also, wie man den Schuhweg richtig pflegt oder sonst was. Und ein bisschen Werbung natürlich auch für die. Das werde ich jetzt nicht machen, das habe ich genug in diesem Video schon gemacht. Legen wir erstmal beiseite. So, dann macht man halt ein bisschen weiter. Oh, da ist der erste Schuh, Leute. Das ist natürlich, wie man Leandro Lopez kennt, in solchen kleinen Schuhtaschen verpackt. Schieben einen ab. Und wir öffnen. Boah, der Fokus haut mal wieder ab. Ich muss mal ein bisschen manuell hier einstellen, weil Leute, wenn ich einen Autofokus einstelle, dann hört ihr dieses ganze Zeit so ein Knispern von der Kamera. Und das stört eigentlich sehr. So, jetzt öffnen wir das Ding mal. Riecht auf jeden Fall gut. Riecht nach Echtleder. So, Leute, jetzt öffnen wir das Ding, Alter.
Und da ist der Schuh, Leute. Krankes Ding, Alter. Schaut euch diesen Sneaker an, Leute. Wow. Guckt euch dieses Ding an, Leute. Brutal oder brutal. Ich meine, dieser Schuh ist einfach heftig edel, Leute. Sowohl auch einfach, man kann ihn einfach so zu vielen Anlässen anziehen. Das wollte ich auch unbedingt zu dem Schuh sagen. Ob edel oder zum Feiern, auf Chill-Modus mit Jogginghose. Dieser Schuh passt einfach zu allen Outfits, muss man auch sagen. So, innen drinne hat er so eine cremeartige Farbe, so eine recht braune, ja, so eine Hautfarbe mäßig. Ich weiß, in dieser Kamera sieht das ein bisschen heller aus, aber wenn ich es so mir anschaue, ist es halt ein bisschen dunkelbraun. Und Leute, es fühlt sich auf jeden Fall echt sehr, sehr hochwertig an. Das ist halt das große Ding, wenn man halt ein bisschen mehr Geld in einen Schuh reinsetzt, bekommt man halt wirklich ein bisschen mehr Qualität. Und was sehr, sehr auffällt, Leute, ist die Sohle. Schaut euch einfach nur die Sohle an, Leute. Die sieht einfach special aus. Vor allem, wenn man mit der Hand einfach so rüber geht, die fühlt sich heftig an. So, innen drin sind so kleine Gravierungen. Ich hoffe, man sieht das. So, innen drin sind so kleine Gravierungen. Mit überall ein kleinen LL, das heißt Leandro Lopez natürlich. Und ja, ich werde den Schuh gleich einmal anprobieren. Ich werde euch nicht zeigen, wie das bei dem Schuh aussieht, weil ich habe schon gerade gesagt, es ist ein One-Cut-Video. Wenn ich es geschnitten hätte, würde ich euch zeigen. Aber es ist auf jeden Fall, Leute, der Schuh stinkt nicht, riecht nach Leder, sieht sehr, sehr gut verarbeitet aus. So, ich habe natürlich ein, zwei Daten von euch, also für den Schuh, für euch mir ein bisschen vorbereitet gehabt. Sekunde. So, genau. Ich habe mir auf dem Handy hier ein paar Daten über den Schuh aufgeschrieben gehabt. So, ist auf jeden Fall aus Portugal. Also für den einen oder anderen, der ist interessiert, wo der Schuh herkommt, ist aus Portugal, Leute. Also dort wird er hergestellt oder produziert. Ich bin mir da gerade selber ein bisschen unsicher. Und ich habe ja gerade über die Sohle geredet. Die Sohle besteht aus Echtleder. Also selbst die Sohle ist Leder. Ist auch, gibt es nicht bei jedem Schuh, weil die meisten Schuhe auch vom Adidas oder so, die, weiß nicht, die werden aus China her exportiert und sind meist aus irgendeinem so billig Kunststoff oder so, das riecht man auch. Tut mir leid, dass ich die ganze Zeit in die Kamera gucke, weil Leute, ich muss gucken, ob mein Bild scharf bleibt. So, genau, Innenmaterial ist auch Leder, kennt man ja. Und ganz wichtig, das Leder ist Kalbsleder, genau. Naja, auf jeden Fall, das war's so auch zu den Daten. Die Sohle, also innen drinne, kann man rausnehmen, wie bei jedem anderen Schuh, Leute. Es ist auf jeden Fall ein sehr qualitativer Schuh, kann ich nur sagen, Leute. Also es fühlt sich auf jeden Fall schon mal so an. Und ich habe natürlich auch Kollegen, die diesen Schuh auch haben. Und die haben den auch schon echt jahrelang. Die rocken den auch zu allen Dingen. Können die echt... Also natürlich sagt man, man sollte die so und so pflegen. Aber selbst wenn man den Schuh einfach ganz stumpf in der Waschmaschine reinschmeißt, kaputt gehen wird der eh nicht. Und ja, was soll ich noch zu dem Schuh sagen, Leute? Ich habe eigentlich genug gesagt. Das war halt der Schuh von Leandro Lopez, Leute. Ich habe mir halt gedacht, komm, mach so ein kleines XS... Format draus, beziehungsweise Pack-Opening draus. Das müsste ich eigentlich jetzt schneiden, diesen Sprachfehler, aber naja, egal. So, Leute, das war's mit dem Video. Das war der Schuh, Leute, Leandro Lopez. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, Leute. Lasst dem Video auf jeden Fall einen dicken Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Ja, checkt auf jeden Fall mein Instagram, Leute. Sehr, sehr wichtig. Ich bin dort heavy aktiv. Einfach abchecken. Und ich würde mal sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut und ciao.